Promi-Geflüster, heute wieder aus unserem Homeoffice in Reutlingen. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind wir mal verbunden, glaube ich, in Hamburg. Nämlich, wir haben es ja schon mitbekommen, in den letzten ein, zwei Wochen wurde es ja bekannt, wer uns dieses Jahr beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Und mit seinem Titel I Don't Feel Hate habe ich natürlich den Grand Prix Teilnehmer für 2021 für Rotterdam hier im Gespräch. Ich sage mal ganz herzlich Hallo und willkommen. Jendrik, grüß dich. Hallo! Hallo, genau. Ja, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Ne? Heute schneit es wieder, das ist ein bisschen dramatisch. Wie, in Hamburg habt ihr Schneefall? Okay. Wir haben gerade Schneefall, gestern war noch Sonnenschein, aber heute ist Schneeschneien. Ja, das soll bei uns zwar auch noch kommen, aber wir haben es noch das Privileg, wir sind im sonnigen Süden sozusagen. Ne? Was für ein blöder Spruch, habe ich gerade gesagt, Sonnenschein und hier ist Schneeschein, ist guter, also Schneeschneien, ist ein guter Spruch, merke ich mir. Darf man es stehen lassen, so? Ja, sicher, alles. Live ist live, genau. Ja, also ich sage mal, bei dir geht es ja doch schon ein bisschen, wenn man so sagen kann, ein bisschen verrückt zur Sache. Lebst du auch so? Ob ich verrückt lebe? So ein bisschen ausgeflippt oder wie auch immer? Ich glaube, dafür haben wir eigentlich eine sehr spießige Wohnung. Dafür, dass ich so ausgeflippt bin. Oder dein Leben vielleicht so mal gefragt. Also mein Leben, ich frage mich immer, was ausgeflippt heißt, ne? Weil das ja immer so eine, subjektive Sache ist. Für Leute, die jetzt vielleicht zu Hause den ganzen Tag sitzen, ist schon ausgeflippt rausgehen. So gesehen, nein, also in meinem Freundeskreis bin ich jetzt nicht so der Ausgeflippte. Okay, alles solide, sehr gut. Ja, Grand Prix Eurovision, bei dir ging es ja damit ja los. Eigentlich haben sie dich ja auserkoren. Es gab jetzt dieses Jahr eigentlich gar nicht so ein großes Fernseh-Event, wo man wirklich die Zuschauer abstimmen durften, wo eine Jury abstimmen durfte und so weiter. Vermisst du sowas? War das... Also Juries gab es ja schon, ne? Es gab ja schon zwei ausgesprochene Juries. So genau, es war nicht offiziell. Ich verstehe die Gründe, warum der NDR das macht, weil er damit die Künstler schützen möchte. Also es liegt, ich meine, ich kriege es ja gerade mit, der Song ist sehr speziell. Ich bin wohl auch sehr manchmal speziell und dementsprechend bekommt man viele Hasskommentare auch ab. Und ich glaube, der NDR möchte die anderen Künstler, die es nicht, die auch im Finale waren oder die auch im Vorentscheidsprozess waren, die wollen sie so ein bisschen schützen vor diesen Hass-Tiraden, die manchmal auf einen einprasseln könnten. Und deswegen ist das nicht public. Als ESC-Fan bin ich natürlich traurig, dass man da so ein bisschen weniger mitbekommen hat von. Deswegen versuche ich ja auch gerade alles auf Instagram und TikTok in kleinen Videos habe ich ja versucht, die ganze Vorentscheid-Story nochmal zu erzählen, weil ich als Zuschauer daran Interesse hätte. Ja, klar. Und ich habe es auch immer wieder ein bisschen so in den Kommentaren da gelesen. Und ja, viele waren jetzt mit der Abstimmung, so wie es gelaufen ist, gar nicht wirklich so einverstanden. Die Hardcore-Fans, sage ich mal, ne? Vom ESC. Ja, du, aber 100 dieser Hardcore-Fans haben abgestimmt und haben für mich gestimmt. Also ich glaube, es ist wirklich, ich weiß, dass das Song polarisiert und ich weiß, dass ich polarisiere. Und ja, zu den Leuten, die da jetzt Hass verspüren, zu denen kann ich nur die Message des Songs sagen, I don't feel hate, I just feel sorry. Sorry, dass ich es geworden bin. Ihr könnt nächstes Jahr, ich bin jemand anderes entscheiden, wenn ihr wollt. Also von mir hast du auf alle Fälle ein ganz dickes Plus und ein Kompliment und Glückwunsch dafür, dass du Deutschland vertreten darfst. Und ich finde auch, die Headline, die bleibt auf alle Fälle im Ohr und so soll es eigentlich auch sein. Der Song geht rein und versprüht gute Laune. Ja. Ja, das ist auch der Sinn, also das ist auch der Grund, warum ich diesen Song geschrieben habe, für gute Laune und für... Ja. Ich habe Spaß an dem Song. Das ist doch die Hauptsache, genau. Jetzt mal ein bisschen zu deiner Vorgeschichte sozusagen. Wir haben es ja alle gelesen, du bist eigentlich aus dem Musical raus.
Könnte es sein, dass meine Zuschauer dich schon irgendwo in Hamburg, wenn sie zu Besuch waren, auf der Bühne irgendwo gesehen haben? Und wenn ja, wo? Ja, das kann natürlich sein. Also ich bin ja erst seit 2 Jahren im Musical-Business-Job gewesen und habe bei Freilichtspielen mitgemacht. Ich war jetzt letztes Jahr bei den Luisenburg-Festspielen. Im Jahr davor war ich in Bad Vilbel und habe zwischendurch Touren gemacht, zum Beispiel Berlin-Berlin, die 20er-Jahre-Revue, okay, die jetzt auch, glaube ich, irgendwann wieder kommen wird. Toll, Show. Und Wahnsinn, das Wolfgang Petri Musical, da habe ich auch auf der Bühne gestanden. Als Wolfgang Petri dann, oder? Nee, nee, das, in dem Stück geht es gar nicht um Wolfgang Petri, es ist nur seine Musik. Seine Musik, genau, richtig. Weil sonst müsstest du ja hier den linken Arm da voll mit Freundschaftsbändchen dann haben. Ne? Das hatten wir, fürs Finale hatten wir all den linken Arm voller Freundschaftsbänder. Sehr gut. Ja, und Musical selbst in Hamburg da irgendwie auch involviert? Naja, also jetzt bei den Stage-Sachen noch nicht. Okay. Ich hätte letztes Jahr am St. Pauli-Theater gespielt mit einem Stück, aber Corona hat es nicht erlaubt. Ja, und da haben wir natürlich alle zu kämpfen. Jetzt wird es wahrscheinlich dieses Jahr der ESC auch nicht so ablaufen, wie man sonst gewohnt ist, mit Massen von Publikum. Ja, wie gehst du da auf die Bühne? Ich gehe auf die Bühne mit dem Gewissen, dass ich auf die Bühne des ESCs gehe. Nein, ich weiß ja, dass es anders sein wird. Und das Schöne ist ja, dass es aus Gründen ist. Also dass jeder nachvollziehen kann, warum der ESC dieses Jahr vielleicht nicht so ganz so spektakulös stattfinden kann wie die letzten Jahre, weil Sicherheit geht definitiv vor. Dementsprechend, ich weiß ja auch nicht, wie es die letzten Jahre war, als Künstler. Dementsprechend kriegt man nur mit von den anderen, dass sie sagen, ach Mann, schade, dass du dieses Jahr diesen ganzen alles nicht so mitbekommst wie die letzten Jahre. Und ich denke mir so, ja, aber dafür bekomme ich es dieses Jahr so mit. Und das ist das Einzige, also mir reicht es. Du hast jetzt auch gerade vorhin schon erwähnt, du bist eigentlich auch ESC-Fan als solches, ne? Ja. Ich habe jetzt gelernt, ich bin nicht so ein krasser ESC-Fan. Das habe ich jetzt durch die ESC-Bubble ein bisschen erfahren, dass ich eigentlich nicht als ESC-Fan durchgehen darf. Aber vorher habe ich gesagt, doch, ich gucke den gerne und habe den jedes Jahr geguckt mit Freunden und wir haben interne Abstimmungen gemacht. Da war ich schon ein kleiner ESC-Fan. Wann war es so das erste Mal, dass du so bewusst auf den ESC gestoßen bist? Na, wir haben ihn schon mal als Familie geguckt, als Kind. Also ich habe ihn schon als Kind mal geguckt, so richtig bewusst. Weiß ich nicht, was das erste Mal, wo ich bewusst war. Ich weiß noch, dass es mich mega beeindruckt hat, als Alexander Rybak gewonnen hat. Ja. Weil ich auch als Kind Geige gespielt habe. Okay. Und da zum ersten Mal so erlebt habe, dass die Geige auch nicht nur im klassischen Sinne benutzt werden kann, sondern auch in Popmusik. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Das ist so eins der ersten, wo ich weiß, oh, das fand ich, das, daran erinnere ich mich noch. Ja, also Saiteninstrument ist dann so deins, oder was sind so deine ersten musikalischen Instrumente gewesen? Nee, ich habe tatsächlich mit Klavier angefangen für ein Jahr, oder also, und dann kam Geige dazu und dann habe ich wirklich 11 bis 13 Jahre die beiden Instrumente gespielt. Im Teenageralter dann nicht so ausgiebig mehr. Ich glaube, das kennen viele, dass man, oder ich glaube, Profimusiker wahrscheinlich nicht, aber hier, Herr Jendrik Siegwart hat im Teenageralter musste gezwungen werden, überhaupt einmal die Woche irgendwie zu üben. Und dann mit 17, 18 kam die Ukulele dazu. Die habe ich dann erst entdeckt. Okay, und die ist es jetzt, die du mitnimmst zum Eurovision Song Contest. Die soll doch hoffentlich dann auch Glück bringen, ne? Ein Stück weit. Jawohl! Du hast sie jetzt, glaube ich, auch gerade neben dir irgendwo, die spezielle mit Glitzern, genau. Sollen wir mal ganz kurz einen Teil kurz mal anspielen? Geht es? Beim Song, na klar, ja, klar, können wir mal. Ich mach mal die ruhige Version, ja? Ich muss bloß die Ukulele vielleicht ein kleines Stück höher kriegen, sonst hängt sie aus dem Bild. Oder so. Oder so. Genau, so ist noch perfekter. Jawohl. I don't feel hate. I just feel sorry.
You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate, I just feel so late. See, you can wiggle with the middle finger, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate. Moment, Moment, ich hab noch was hier. Genau, Applaus. Wunderbar. Wie viele wie viel Versionen gibt es von der Nummer? Jetzt die leise, die ruhigere oder die verrückte? Was haben wir noch? Was gibt es sonst noch? Wir überlegen jetzt, ob wir einfach auf YouTube eine A Cappella-Version posten, okay. Weil das so geil ist. Also wir haben jetzt mit den Backing Girls über 3 Backing-Sängerinnen und mit dem haben wir im Badezimmer geübt. Und das klang so geil, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich muss man das nochmal irgendwie rausbringen. Aber da muss ich noch fragen, ob wir da irgendwie einen Moment finden, wo wir das machen können. Okay, ja gut. Jetzt geht es natürlich wahrscheinlich die nächsten Wochen Schlag auf Schlag. Irgendwo immer wieder ein anderer Termin, Vorbereitungen. Wie geht's voran? Was steht so an jetzt bis zum großen Event? Ja, wir haben jetzt tatsächlich letzte Woche das Backing-Video gedreht. Also das Backup-Video, was gezeigt wird, falls der ESC nicht live stattfinden kann. Mhm. Und da ist uns tatsächlich aufgefallen, dass wir von der Inszenierung noch nicht ganz zufrieden sind. Und werden jetzt für Rotterdam zum einen hoffen, dass wir live spielen werden und die Inszenierung noch mal ein bisschen abändern, damit es noch mehr den Kern des Songs trifft. Mhm. Und das ist gerade in der Planung. Das planen wir gerade organisatorisch und szenisch und sonst stehen halt so Interviews an und ich plane natürlich auch irgendwie meine andere Musik aufzunehmen. Ich versuche mein kleines Videotagebuch weiterzuführen, da bin ich gerade am Schneiden. Also ich hab ein bisschen was zu tun. Ja, und so langweilig wird es jetzt sowieso nicht, dann denke ich mal. Ne? Nö. Wird es eigentlich selten. Aber jetzt so solistisch und fürs große Publikum ist das so dein Debüt, oder? Ja, das stimmt. Es ist mein Debüt, was eigene Musik angeht. Also das war der erste Song, den ich produziert habe lassen von meinen eigenen Songs. Ja. Und ich habe zwar schon vor kleineren Runden mal drei Songs auf meiner Ukulele gespielt, aber so richtig jetzt als Künstler, als Jendrik aufzutreten und zu sagen, hallo, ich mache jetzt meine eigene Musik, ist das mein erstes Mal und will natürlich das auch als Startschuss nutzen, um dann noch ein bisschen damit weiterzumachen. Ja, das wäre jetzt nämlich gleich die nächste Frage. Was sind die Ziele, wenn jetzt EC vorbei ist? Wie geht's weiter? Ich will meine eigene Musik pushen. Ich will ein Album oder was auch immer rausbringen. Ich will zeigen, was ich für Musik mache, weil ich habe das Gefühl, die kann man mit mehreren Leuten teilen und sie haben viele schöne Nachrichten, Messages, die mir persönlich wichtig sind, aber die ich auch finde, dass die ruhig rausgehen können an die Welt. Also Ideen sind schon im Kopf, beziehungsweise vielleicht auch schon auf Papier? Die sind schon fertig. Also ich habe schon über irgendwie 50 Songs oder so, habe ich schon geschrieben. Okay. Die müssen nur produziert werden. Gab es noch einen vergleichbaren Song als wie jetzt den, dass jetzt gerade der ausgewählt wurde? Im Vorentscheidsprozess waren tatsächlich durch Songwriter Camp, wir waren ja alle auch in einem Songwriter Camp, gab es 4 weitere Songs, die ich mit anderen zusammengeschrieben habe. Davon waren 2 ähnlich wie jetzt mein eigenes Lied, was ich alleine geschrieben habe hier mit dem Ding. Es gibt auch noch andere Songs, die vom Stil in die Richtung gehen, aber so richtig jetzt nochmal das Gleiche habe ich nicht. Nee. Songwriter Camp, sagst du. Wer kam da so zusammen? Waren das jetzt nur aus Deutschland oder auch durchaus schon ein bisschen auch europamäßig verstreut? Nee, beim Songwriter Camp waren wirklich Professionelle dabei, also Produzenten aus aller Welt, Topliner. Auch ein neues Wort, was ich nie vorher kannte, also Songwriter, die dann die Melodie schreiben aus aller Welt. Genau, und da sind viele tolle, ich glaube über
160 Songs sind auf diesen Songwriter-Camps von allen möglichen Künstlern entstanden. Saugeile Songs. Am Ende, wo ich dann doch aber den Song, den ich alleine geschrieben habe und vorher schon eingeschickt habe, weil die Jurys das so entschieden haben. Ja, gut, klar, da kannst du doch stolz drauf sein, ganz genau. Hast du schon jetzt von den anderen EC-Teilnehmern auch was mitbekommen, auch was gehört schon? Tatsächlich warte ich noch so ein bisschen. Also ich habe tatsächlich, ich habe von Litauen, The Roop, habe ich schon Diskothek gehört. Aber ich warte noch bis zum 15. März, um mir eigentlich alles anzuhören. Weil dann hat man, dann weiß man alle, dann kann ich alle anhören und muss nicht so stückelnd und vergesse nicht irgendeinen. Deswegen warte ich noch bis zum, ich glaube, der 15. März ist der Tag, wo alles sein muss. Und dann gucke ich Hörchen an. Dann stehen alle Länder fest sozusagen, genau. Ich sage mal, selbst wenn es jetzt nichts werden sollte oder wie auch immer, man trifft sich natürlich aus allen Ländern. Und ich denke mal, die Musik ist sowieso was verbindet. Und ich denke mal, wenn dann darüber hinaus wieder schöne Freundschaften entstehen oder auch irgendwelche musikalische Aktivitäten, dann denke ich mal, hat man doch auch schon viel gewonnen, oder? Definitiv. Ich glaube, das ist auch etwas, was häufig beim ESC so ein bisschen untergeht zurzeit, ist, dass viele sehen den ESC an erster Stelle als Wettbewerb, aber eigentlich wurde der ESC ist der ESC entstanden, um zusammenzukommen, um gemeinsam Musik zu zelebrieren. Und der Wettbewerb stand eher an zweiter Stelle für die Unterhaltung, für das Geld, um einfach daraus eine Unterhaltungsshow zu machen. Und das will ich so ein bisschen in den Vordergrund wieder bringen, dass es ja eigentlich beim ESC darum geht, zusammenzukommen, um Musik zu zelebrieren und zusammen zu feiern und zusammen Musik zu genießen, sei es traurig oder glücklich. Ja, hoffentlich ist Feiern bald wieder möglich, natürlich. Hoffentlich ist die Corona-Pandemie endlich bald mal vorbei. Das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen. Ne? Ganz das war okay. Jetzt haben wir vorhin schon festgestellt, dein Management, der sitzt gleich bei mir um die Ecke. Also wir könnten uns eigentlich da zum Kaffee treffen jeden Tag, mehr oder weniger. Wie kommst du in den Süden sozusagen? Wie kommst du da dazu? Das ist ganz witzig. Ich habe ja nach einem Manager gesucht für den Pop-Bereich. Und da hat mein Manager mir ein Bewerbungsvideo einfach geschickt. Also er hat, so wie ich mich beworben habe für den ESC, hat er mir ein Bewerbungsvideo geschickt aus dem Süden und das war sehr sympathisch. Dann habe ich ihn angeschrieben, wir haben telefoniert und so bin ich an ihn gekommen. Das finde ich gut, sehr schön. Warst du schon mal hier jetzt in der Zeit? Ja. Einmal war ich schon mal da, ja. Okay. Wegen Corona ist es ja auch nicht so möglich, so viel zu reisen. Einmal war ich schon mal kurz da. Prima. Falls du den Weg wieder hierher finden solltest, dann unbedingt melden. Dann gehen wir mal Maultaschen essen. Oh ja! Ja, Essen, Trinken ist so für dich, was für eine Küche ist bei dir angesagt? Ja, tatsächlich, also in der Bild stand, Jendrik kocht für seinen Freund häufig und gerne. Das ist nicht wahr, weil ich kann nicht so gut kochen. Und deswegen koche ich auch nicht gerne und auch nicht häufig. Das ist etwas, an dem ich arbeiten muss, dass ich so ein bisschen ins Kochen komme. Tatsächlich, ich glaube, die haben es daher, dass ich auf Facebook als Witz geschrieben habe, ich wäre Koch. Und an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass ich zum ESC fahre, war ich gerade auf dem Weg, um für eine Sellerie-Schaumsuppe einzukaufen. Mhm. Was aber nur daran liegt, dass ich einen Adventskalender bekommen habe mit Rezepten, sodass ich halt so ein bisschen ins Üben komme, was Kochen angeht. Das habe ich wieder ein bisschen vernachlässigt. Scheiße, fällt mir gerade ein. Ich muss noch die Rezepte, das muss ich mal jetzt wieder angehen, die Rezepte vom Adventskalender. Ja. Ich habe bis jetzt, weil da hinten sind sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Rezepte von den 24 Rezepten gemacht. Mhm. Aber hey, mehr als nix. Ja, so ist es, genau. Ja, wenn man jetzt über den Jendrik noch ein bisschen mehr erfahren möchte und wenn man dich wirklich jetzt bis zum ESC oder auch darüber hinaus noch verfolgen möchte, wo kann man denn da was erfahren? Auf welchen Plattformen bist du?
Ja, ich bin tatsächlich am meisten aktiv auf Instagram. Also unter My Name ist unterstrich Jendrik. Hast du Da den poste blauen Haken schon? noch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Also Nee. ich meine, ich hatte vorher vielleicht 1000 Follower oder so. Jetzt sind es 10.000, was für jemanden neben mir, der kein Popstar ist oder irgendwie so, natürlich gleich erstmal so, oh mein Gott. Also bei Instagram poste ich viel. Ich habe auch Twitter und ich habe auch YouTube-Kanal, wo ich jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen was machen möchte. Und dann Facebook natürlich auch, aber da bin ich nicht so aktiv. TikTok ist wahrscheinlich nur angesagt, oder? TikTok, natürlich. Ich wusste irgendwas vergessen. Ja, auf TikTok poste ich auch immer noch mein ESC-Tagebuch. Da kann man den ganzen Prozess, und also wirklich den ganzen Prozess, wie das Musikvideo entstanden ist, über wie ich dann ausgewählt worden bin, kann man den ganzen Prozess nachschauen. Wenn man schnell einen Text versteht, weil bei TikTok können die Videos immer nur eine Minute lang sein. Ja. Dann muss ich mal versuchen, so viel wie möglich in diese Minute zu packen. Und deswegen sind die manchmal relativ schnell. Schnellsprecher, wie Dieter Thomas Heck damals, ne? Ja. Ja, vielleicht können wir ja dich auch mal hin und wieder noch mal kurz dazu schalten, wenn du mal vor dir zur Richtung Rotterdam unterwegs bist. Mal schauen. Sprechen wir mal mit deinem Management noch mal ab, was möglich ist. Und jetzt die andere Frage noch: Was ist aus den Waschmaschinen geworden? Tatsächlich hat ein Freund von mir gesagt, ey, er braucht die für ein Bühnenbild, für ein Musical. Der hat ihn einfach abgenommen. Also das waren ja 12 leere Waschmaschinen, die wir ausgebaut haben, und noch 6 volle, also insgesamt 18 Waschmaschinen, die hat er alle genommen. Die Innereien der Waschmaschinen, der ausgebauten Waschmaschinen, also die Trommeln, die lagen noch bis Mitte Januar vor der Kirche. Da hat sich dann auch die Pastorin bei mir beschwert. Die habe ich dann irgendwann Mitte Januar zum Schrottplatz gebracht und musste nichts zahlen. Also da haben sie wohl gemeint, ja, okay, 12 Trommeln von Waschmaschinen, das ist normal, die kannst du einfach abgeben. Normale Menge noch sozusagen, genau, richtig. Genau. Ja. Nicht schlecht, nee, also das Video muss man sagen, es ist auch sehr gut gelungen, war eine tolle Idee. Doch, Dankeschön. ja. Und da muss man auch erstmal drauf kommen. Und vor allen Dingen, man hat es ja auch gesehen, so ein bisschen in der Vorbereitung, wie du da alles selbst Hand angelegt hast, die Dinge auseinandergeschraubt, entsprechend mit, natürlich mit Freunden und so weiter. Aber ja, kam gut. Danke. Ja, war viel Arbeit, aber hat sich ja dann doch irgendwie gelohnt. Ich habe gedacht, dass es vielleicht 500 Leute sehen, das Musikvideo. Jetzt sind es 500.000. Wahnsinn. Und es werden bestimmt jeden Tag mehr, ne? Unbedingt. Ja, ich meine, dementsprechend gibt es auch noch natürlich mehr Hater und aber auch dementsprechend gibt es auch mehr, die es mögen. Gut, sehr schön. Da haben wir doch schon einiges erfahren über den Jendrik und wünschen nochmal alles, alles Gute. Drück die Daumen, dass du wirklich unter die, ja, Top 10 kommst. Was wären so dein Favoritenplatz, den du dir wünschen Naja, würdest? mein Favoritenplatz ist natürlich die Nummer 1. Was für eine Frage, natürlich, klar. Aber ich wäre auch, wie Oder. gesagt, ich bin auch happy mit dem letzten Platz. Nee, so weit kommt es nicht. Nee, du, also Top 10 muss schon sein. Mir egal. Doch, doch. Aber Ja, das ist mir egal. selbst wenn, wir reden auf alle Fälle dann danach weiter. Wenn es Yes. soweit war, dann darfst du dich gerne wieder bei uns melden. Und ansonsten, wie gesagt, vielleicht auch schon mal im Vorfeld nochmal, wenn du in Rotterdam angekommen bist. Vielleicht kriegen wir da noch Jawohl. was hin. Na? Danke dir. Dann erstmal dir nochmal herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, hier bei Promigeflüster dabei zu sein. Auch unseren Zuschauern, schreibt ruhig mal in die Kommentare, wie euch der Song gefällt und was er von ESC insgesamt auch haltet dieses Jahr. Das können wir gerne mal Jawohl. reinschreiben. Jawohl, finde ich Ja, gut. genau. Dann, wie gesagt, nochmal alles Gute und geh jetzt mal raus in den Schnee noch. Ja, so viel Schnee ist es nicht, dass man da rausgehen kann. Nicht Es ist eher mehr so, wie so. es nicht mehr so, wie es war schon vor ein paar Wochen, ne? Da hatte er mehr, ne? Nee. Nee, es ist eher so Mö, Ja. Schnee jetzt gerade. Okay. Sehr schön. Also, macht gut
Und bis bald. Ebenso. Ne? Ja, bis bald. Danke dir. Danke. Ciao.